Es ist ein Pilotprojekt. Ein ziemlich umstrittenes. Die erste umzäunte Hundefläche in Karlsruhe. Mitten im Wohngebiet. Für die einen eine optische und akustische Provokation, für die anderen die Erfüllung eines Traums. Endlich gibt es ein Hundeparadies. Also ich finde es großartig. Jetzt reden wir nicht über Optik. Wir reden aber auch hier nicht über Geschmack, sondern wir reden hier über Sicherheit. Die Gefahr vor Radfahrern, Joggern und Autos ist also erstmal gebannt für die Hunde. Dem provisorischen Wildtierzaun sei Dank. Aber dafür leidet Anwohnerin Lydia Bär Höllenqualen. Morgens um kurz nach sechs wird sie vom ersten Gebell geweckt. Und es kommt vor, dass sie um Mitternacht noch ein Kläffen hört. Das Hundeparadies, für sie ein Hunde-Albtraum. Ja, ich mochte Hunde immer sehr gerne. Aber mittlerweile werde ich richtig, ich höre schon Hunde bellen, wenn keiner draußen ist. So. Falls mich so nervt, ja. Ganz anders ist die Seelenlage bei den vielen Menschen, die täglich mit ihren Hunden zu der neu eingezäunten Hundewiese pilgern. Sie freuen sich und sind glücklich über das Angebot. Aus ganz Karlsruhe kommen sie, um ihre Lieblinge hier spielen und herumtollen zu lassen. In nur 4 Wochen hat sich hier ein regelrechter Hundetourismus entwickelt. Das liegt daran, dass andere Hundebesitzer wissen nicht, wohin mit ihren Hunden. Und sie kommen aus der ganzen Stadt hierher, auf diesen kleinen Fleck. Und für mich ist die Lösung nicht Umbau, also nicht Verlegung von hier nach dort, sondern mehrere solche Flächen. Für Antje Abel, Architektin und Städteplanerin, die auch ganz nah bei der Hundewiese wohnt, wäre das ein Graus. Obwohl sie selbst einen Hund hat, hat sie schon fleißig Unterschriften gegen das auf 2 Jahre angesetzte Pilotprojekt gesammelt. Den Zaun hält sie für eine Verschandelung der Promenade. Es ist optisch untragbar. Auch als Testfläche finden wir 2 Jahre lang das zu ertragen. Also für uns ist es ein Unding und wir plädieren wirklich, das wieder abzuräumen und abzubauen. 18 ausgewiesene Hundeauslaufflächen gibt es in Karlsruhe. Das hier ist die erste eingezäunte. Die Hundehalter wünschen sich mehr davon. Und jetzt könnte der Ärger hier das ganze vom Gemeinderat verabschiedete Zaunkonzept gefährden. Von Anfang an war es unser Vorschlag, dass wir dort im anderen Teil der Stadt Karlsruhe, da gibt es andere Stellen, die besser geeignet sind und nicht so konfliktträchtig, nicht so dicht bewohnt. Und so werden die Bewohner natürlich auch nicht so viele Klagen haben. Deswegen geht es schon anders. Die Frage ist halt, ob die Stadtverwaltung auch bereit ist dazu. Doris Fahrt ist Chefin des Karlsruher Gartenbauamtes. Sie hat die Fläche hier für das Pilotprojekt vorgeschlagen. Hätte sie vielleicht nicht gemacht, wenn sie geahnt hätte, was das für ein negatives Echo auslöst. Im Moment häufen sich halt die kritischen Schreiberinnen und Schreiber, also es landen viele Schreiben bei uns auf dem Tisch und Telefonate. Und insofern wird man sich zwischendurch diesem Thema stellen müssen und mal gucken müssen, wie man die Situation bewertet und ob das so weiter betrieben werden kann oder nicht. Schon zu Beginn des kommenden Jahres soll das passieren. Und dann könnte es hier bald wieder vorbei sein mit dem Hundeparadies. Hunde weg, Zaun weg. Für die einen wäre das eine bittere Enttäuschung. Für die anderen pure Erleichterung. Thank you.